Die neue Corona-Schutzverordnung gilt vom 1. bis zum 28. Dezember. Demnach sind Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum auf maximal 5 Personen aus höchstens 2 Hausständen begrenzt. Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Ab 23. Dezember werden anlässlich des Weihnachtsfestes Treffen mit insgesamt 10 Personen aus dem Familien- und Freundeskreis erlaubt. Außerdem wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgeweitet. Sie gilt nun auch in Arbeits- und Betriebsstätten, außer am unmittelbaren Arbeitsplatz, sofern der Mindestabstand von 1,50 Meter dort eingehalten werden kann. Die derzeit gültigen Vorgaben zur Schließung von Einrichtungen und Angeboten bleiben bestehen. Musikschulen dürfen wieder für den Einzelunterricht öffnen. In Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern darf sich nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche aufhalten. Bei Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche darf sich insgesamt auf einer Fläche von 800 Quadratmetern höchstens ein Kunde pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche aufhalten, auf der darüber hinausgehenden Fläche höchstens ein Kunde pro 20 Quadratmetern. Die Landkreise und kreisfreie Städte müssen ab verschiedenen Inzidenzwerten weitere Maßnahmen anordnen. Das Landratsamt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, welche vom 1. bis 28. Dezember gültig ist. Sie beinhaltet: Die Abgabe von alkoholischen Getränken ist im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr untersagt. Der Alkoholkonsum wird in vielen öffentlichen Bereichen verboten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird auch unter freiem Himmel in vielen Bereichen angeordnet. Dies gilt in der Zeit von 6 bis 22 Uhr. Ausgenommen sind die Fortbewegung, ohne Verweilen mit Fortbewegungsmitteln und die sportliche Betätigung. Der Betrieb von Einrichtungen der Erwachsenenbildung wird mit Ausnahme zulässiger Online-Angebote untersagt. Versammlungen sind mit maximal 200 Personen zulässig. Im Einzelfall sind Ausnahmen möglich. Das Verlassen der häuslichen Unterkunft sowie der Aufenthalt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ohne triftigen Grund wird untersagt. Triftige Gründe sind die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, der Besuch von Schule und Kitas, Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs, die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, soweit erforderlich, der Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern, die Bekleidung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, Eheschließungen und Beerdigungen im engsten Familienkreis mit maximal 25 Personen, Sport und Bewegung im Freien im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs sowie der Besuch des eigenen Kleingartens oder Grundstücks unter Einhaltung der Kontaktbeschränkung. Unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren. Im Falle einer Kontrolle durch die zum Vollzug dieser Verfügung betrauten Stellen sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die vollständige Allgemeinverfügung gibt es auf der Internetseite des Landratsamtes.